Ja. Wollt ihr behaupten, die Ihulkengarge ist nicht besonders intelligent? Das weiß doch jeder. Stumpe Söldner. Gut zu wissen. Das wird bestimmt einige Herren interessieren. Aber deswegen bin ich nicht gekommen. Naja, das, was ich hier in diesen Optoniten schreibe, ist die Wahrheit. Und das wird mir jeder glauben. Das wird sich zeigen. Nun gut. Nichtsdestotrotz, es gibt einige Gerüchte über eine Person, die ihr sicherlich kennt. Und zwar, Gott, wie heißt sie jetzt nochmal? Tyr Kradana von Tyr Kradana. Die, ich glaube, sie ist Richterin in dieser Stadt. Die Reichsrichterin. Die Reichsrichterin sogar. Nun, was könnt ihr mir über diese Frau erzählen? Was wollt ihr wissen von Was Tyr wisst ihr? Akradana? Sie ist Gräfin von Balio und ist aktuell aufgrund von einigen, naja, politischen Intrigen verbannt vom ehemaligen Kaiserhof in Gareth und der Dämonenkaiser Galotta hat sie selbstverständlich hier angenommen. Sind die Gerüchte also wahr? Sie und ein gewisser Ansfin von Rabemund? Naja, was heißt Gerüchte? Also, sie war ja auch schon damals eine der Richterinnen vor Ort und da muss man nur eins und eins zusammenzählen. Erzählt. Was weiß man? Naja, Erzählt dann. mir die gesamte Geschichte. Wo soll ich da anfangen? Answin ist euch ein Begriff? Ja. Answin von Rabenmund, was wisst ihr von ihm? Er ist nun ja ein Verräter an einem ehemaligen Mittelreich, könnte man sagen. Er ist nur ein weiterer Stolperstein in diesem zerfallenen Reich. Er stürzte, glaube ich, den amtierenden, damals amtierenden Kaiser Hal und riss die Macht an sich. Ist also schon einige Zeit her. Nein, was ich meine und weshalb eben auch Priodane, zumindest früher Priodane vom Falkenstein, verbannt worden ist. Nehmen wir an, der Kaiser bekommt einen Sohn. Das wäre dann Ja. ein Prinz. Ja. Wisst ihr denn, wer der aktuelle Prinz damals war? Der Prinz, der Sohn von Hal? Ich glaube, es war Brien. Genau, nehmen wir an, ihr würdet jetzt Prinz Brin vergiften. Das heißt, einen Anschlag auf den, naja, den Erben des Reiches begehen. Mit Gift. Nun ja, dies wäre ein todeswürdiges Verbrechen. Ja, und was wäre, wenn ich euch sagen würde, ihr würdet einfach nur euren Grafentitel verlieren und würdet in die Verbannung geschickt werden? Sie setzt das einfach mal in Anführungsstriche. Nun ja, dann würde mich fragen, welche Druckmittel dieser Answin gegen die Richterin, wenn es den Priodane zu dem damaligen Zeitpunkt war, in der Hand hatte. Ich würde hier nicht von, sie schmunzelt ein bisschen, ich würde hier nicht von Druckmittel sprechen, sondern eher von Liebschaften. Ach, ihr meint also, Priodane und Answin waren ein Paar? Ja, und sie hatten sogar ein Kind. Ach. Wirklich? Wie hieß dieses Kind? Wisst ihr jetzt etwas drüber? Ja, natürlich weiß man da etwas drüber, aber ich glaube, meine alten Berichte, die ich darüber verfasst habe, habe ich nicht einmal beim aventurischen Boten durchbekommen und daher liegen sie wohl irgendwo noch immer in den Kammern. Aber ihr wisst doch bestimmt, ihr wisst doch, was sie geschrieben hat damals, oder? Naja, offiziell, also das ist sowieso alles sehr inoffiziell, was ich dir Natürlich. hier berichte. Natürlich. Aber Also, wie gesagt, wer ist das Kind? Answin vergiftet den Thronfolger, Prinz Brin, von Kaiser Hal und wird dafür weder verurteilt, also daher gut verurteilt, er wird abgestraft. Er verliert seinen Grafentitel und wird Baron von irgendwo. Einfach irgendwo anders. Und all seine Mittelsmänner, seine Leute werden ins Gefängnis gesteckt, aber er selber wird einfach nur in die Verbannung geschickt. Das ist doch ein Interessant. Witz, oder? Das ist Naja gut, aber interessant. wenn man den Vater seines Kindes verurteilen muss, dann würde man sicherlich Milde walten lassen. Später zumindest hat Priodane von Falkenstein dann
weiter in Richtung der Rabenmunder gearbeitet und die Familie Rabenmund ist, wie gesagt, nicht ganz so gut angesehen am Kaiserhofe, weshalb sie eben auch hier in Yol'Gurmak ab und zu mal herumlaufen. Und letztendlich hat das dann irgendwann gereicht und Priodane wurde ebenso der Grafentitel weggenommen und sie wurde dann hier Baroness von irgendeiner kleinen Baronie im Schwarzen Gebirge. Interessant. Und da sitzt sie jetzt und naja, es ist ein offenes Geheimnis, dass sie da in einer Silbermine sitzt, aber Silber wird natürlich nicht geschlagen. Meint ihr, ihr Sohn ist bei ihr? Naja, das ist doch etwas, was eine Irrhaltengarde nichts angeht, oder? Nun ja, man weiß nie, wo man Informationen gebrauchen kann. Naja, man müsste sich zumindest fragen, wie lang das her ist. Und naja, man müsste dann tief in der Historie forschen und überlegen, wie alt dieses Kind dann wäre. Wir reden hier nicht von einem Jüngling. Wie gerade zurückzurechnen, wie viele Jahre es her ist. Ja, Kann ich? Geschichtskenntnis. Okay. Da warst du vielleicht, ja gut, da warst du selber noch ein kleines Kind, als das passiert ist. Aber wann Prinz Brin vergiftet ist? Das ist mir gelungen. Ja, falsche Kultur, weil du Horasia bist und das ist mittelreichisch, aber mit einer plus 3 solltest du es immer noch schaffen. Naja, 1010 ist Kaiser Hal verschwunden. Ich muss gerade überlegen, dann war der Giftanschlag, ich glaube, 1002 oder 1003. Müsste ich jetzt Okay. gucken. Wenn das nächste um Kind etwa jetzt 20 bis 25 Jahre alt sein etwa. Irgendwo so in der Spanne. So, 998. Der Reichskanzler Answin von Rabenmund initiiert einen Anschlag auf den garetischen Thronerben Brin von Gareth, während dessen Verlobung mit Prinzessin Ema. Da war er, wie gesagt, noch ein kleines Kind. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, da war er 14. Ja, und dann ist er verbannt worden. Tyra Cardane war dann noch Reichsrichterin. Das ist alles schon mehr als 15, 20 Jahre her. Gut. Ja, ich danke euch für diese Auskunft. Falls ihr noch irgendwelche Informationen habt, werde ich euch finden. Sagt mir nur Bescheid. Ja, Informationen wozu? Zu allem, was interessant ist für mich, natürlich. Ja, ihr seid Irrhaltengardist. Richtig. Ich lächle sie so an. Soll ich euch sagen, wie die Wetten stehen? Das interessiert mich nicht. Wer weiß, wir sehen uns bestimmt eines Tages wieder. Ja, sicherlich. Sie verdreht die Augen. Ja, ich verlasse dann den Raum, schnapp mir noch so ein Exemplar vom frisch gedruckten Optoliten, der da hoffentlich oben rumliegt, und steck den ein und geh raus. Okay. Gut. Würde mich dann in Richtung Palast begeben. Muss gerade überlegen. Ja, willst du es alleine machen? Willst du dir jetzt nur Kleidung holen oder was willst du machen? Ich will bestimmte Sachen, ich will jetzt den Brief zum Beispiel bei Fimo übergeben. Balfemor von Punin. Willst du das Beziehungsweise selber jetzt. überbringen, oder? Ich wollte jetzt irgendwie mal mit ihm besprechen. Ja. Ein paar Sachen besprechen, die vielleicht später interessant sind. Gut. Ja, dann kannst du ihn aufsuchen. Wird sich dann jetzt gerade nicht so sehr für die Arena interessieren, sondern dann kannst du ihn im Schwarzen Palast dann treffen. Fragst dich durch zu ihm und kannst dann anklopfen. Du kannst ein kratziges Hereinhören. Dann gucke ich mir nochmal den Griff an, bevor ich ihn berühre und wenn der normal aussieht, drehe ich ihn rum und öffne die Tür. Ein Ast. Es ist nicht wirklich ein Türgriff, es ist ein Baumast. Gut, dann mit spitzen Fingern in den Handschuhen betrete ich dann diesen Raum. Ja. Vor dir steht ein Mann,
nicht sonderlich aufregend, 1,80 groß ungefähr, wirre braune Haare. Was dir allerdings an ihm auffällt, ist, dass sein Gesicht langsam verholzt. Einige Schuppen, die sich da irgendwie gebildet haben, mehr oder weniger groß, was allerdings keine Hautschüppchen sind, sondern leichte kleine Borkenrinde, die da ja, sich bildet und ihm zuwächst. Auch die Haare, die wirren Haare, sind mehr und mehr Äste, gerade an den Ausläufern. Und er hat eine Art wirren Blick. Du kannst auch erkennen, wie eines seiner Augen ein bisschen verholzt ist. Steht an einem Pult, Studierpult, und neben ihm steht ein, das ist ein Fläschchen, was du auch vor kurzem schon gesehen hast, Teriak. So grüne Flüssigkeit, glänzend, nimmt er da wohl gerade zu sich, pustet noch einmal drüber, so ein kalter Rauhreif, der da gerade runterwalzt, also sehr kalt. Und er benetzt damit einmal seine sehr, ja, hölzern wirkenden Lippen und trinkt einen Schluck. Kratzige Stimme. Ja, was kann ich für dich tun? Ich schließe erstmal die Tür hinter mir. Du bist in der halben Sorgfältig. Uniform, ne? Ja. Was? Gestattet, dass ich mich vorstelle. Thionin Jakravetti. Ich hatte das Vergnügen, mit eurem Kollegen, nun sagen wir, aneinander zu geraten. Er Welcher verwickelte mich. Kollege? Ich rede von Asmodeus von Andergast. Kratziges Lachen. Kein wirklicher Kollege ist er nicht. Er ist ein Magier. Nun, sei es wie es sei. Er verwickelte mich in eine Intrige gegen euch. Eine Intrige gegen mich. Jetzt bin ich gespannt. Er befahl mir, euch eine Harfe unterzuspielen. Eine geiergestaltige Harfe, die euch die Astralkraft entziehen soll. Ich kenne diese Harfe. Er hält große Stücke auf sie, aber nun ja, sperrig. Kann mit der Musik nicht viel anfangen. Nun ja, ihr bereitet doch in den nächsten Tagen einen Auftritt vor dem Kaiser, nicht wahr? Ein Demonstrationszauber, den ich absolvieren darf für den Dämonenkaiser. Nun, zu diesem Zwecke sollten Musiker spielen vor euch und Asmodeus plante, dass ich diesen Musikern die Harfe unterschiebe. Sie spielen vor euch auf. Diese Harfe entzieht euch nun letztendlich die Kraft und ihr würdet ohne Kraft vor dem Kaiser euren Zauber vollziehen. Dies war seine Intrige. Kratziges Lachen. Es ist doch ein Witz, oder? Fällt diesem Mann aus, wie heißt das Dorf, Andergast, nichts anderes ein? Ich habe schon Nun. so viel gesehen. Und er will mich mit so etwas kriegen. Nippt wieder ein Nun bisschen ja. an seinem Teriak. Nun Als wäre es ja, guter Wein. mein Zweck war, ich wollte nicht in diese Intrige verwickelt werden, deswegen entschied ich mich, euch als bedeutenderen Magier die Wahrheit zu offenbaren, damit ihr nicht eventuell Rachegedanken gegen mich hegt und diesem intriganten Magier eins auszuwischen. Rachegedanken. Was sagtet ihr? Thionin Jacavetti? Ja, ihr kennt meinen Vater. Ihr gebt euch als ihr Halkengardist aus, obwohl ihr nicht einmal in die Rüstung passt? Nun ja, ist etwas improvisiert, ich gebe es zu, aber es erfüllt seinen Zweck. Und jetzt kommt ihr zu mir und sagt, ihr wollt, dass die Rache von mir nicht euch trifft? Nennt mir dann Sondern aber den vollen Namen. Asmodeus von Andergast.
Was sollte mich jetzt aufhalten, erst euch zu töten oder nach ihnen? Diese Geierhafe? Nun ja, wir könnten ein Bündnis schließen und diese Intrige gegen den Urheber anwenden. Sozusagen eine rückwärtsgerichtete Rache. Das solltet ihr mir erklären. Rückwärtsgerichtet. Ich mache mir zwar gerne selbst meine Gedanken, aber... Nun gut. Was würde passieren, wenn diese Musiker nicht vor euch auch spielen, sondern vor dem Kaiser? Mit der Harfe. Galotta würde sicherlich erfahren, dass diese Geierharfe, so ungeschickt sie auch immer konstruiert ist, ihm die astralen Energie raubt. Und nicht nur ihm, sondern jedem anderen, der sie hört, und damit dem gesamten Hofstaat. Und was würde mit dem Urheber dieses Intrigenspiels passieren? Ich glaube, der Kaiser wäre sie doch sehr ungehalten, dass ein läppischer Zauberer ihm die probiert, die Astralkraft zu entziehen. Ich glaube nicht, dass er in seinen Rachegedanken den Musiker selbst richten wird. Galotta ist selbst zwar von Rache zerfressen, aber auch er ist ein cleverer Mann und wird wissen, dass diese Harfe nicht von einem Saltatio Mortis gebaut also worden wurde. Würde er sich in seinem Zorn gegen Asmodeus wenden, nicht wahr? Ja, wäre möglich. Und wenn er schlau ist, entzieht sich Asmodeus dieser Situation durch Flucht, wenn er klug genug ist. Wenn er klug und genug ist. Dann wäre die Stelle frei, ohne dass ihr dem Kaiser eure Kunst vorführen müsstet, nicht wahr? Das Wir hätten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich wäre Asmodeus los und ihr auch. Na, meine Demonstrationszauber werde ich ihm trotzdem zeigen. Er besteht darauf, aber... Galotta ist jung. Er ist einfach und man kann ihn so leicht manipulieren. Jetzt schaue ich interessiert. Jung? Ja, also du weißt nichts über Balfamor. Genau. Und Galotta wird so... Ja, ganz die 100 hat er noch nicht, aber Galotta ist auch uralt. Mhm. Also so 70 Jahre hat er bestimmt schon. Und wenn er sagt, er ist jung, guckst du den Balfamor an, okay, er ist verholzt, er ist auf alle Fälle ein Paktierer, definitiv auch in einem weiteren Kreis, aber naja, du guckst dir sein Gesicht nochmal an, ist echt schwer zu deuten mit dem ganzen Holz. Vielleicht 40? Mhm. Deswegen schaue ich so interessiert, weil er jung sagt irgendwie. Ja. Also wirklich abfällig jung. Mhm. Nun, es freut mich, dass ein Yagraveti zu mir kommt und ich noch einmal die Ehre habe. Aber ich wusste ja, dass die Horasier immer von einem anderen geblüht waren. Auch wenn ihr nicht aus Punin kommt. Nun, haben wir ein Geschäft? Betana. Ah, ich war selbst nie in Betana, aber in Belhanka. Damals haben sie dort noch Bewegungsmagie richtig studiert. Mit Karakil. Diese Zeiten sind lang vorbei. Jetzt schaue ich ihn wirklich fragend an. Ein Fragezeichen groß im Gesicht. Also er ist offensichtlich verwirrt. Belhanka hat nie Dämonen beschworen. Bewegungsmagie immer, aber nie mit Dämonen. Ich lasse es mal unkommentiert. Also gut. Was braucht ihr dafür von mir, damit dieser Plan aufgeht? Nun, ich habe einen Brief verfasst, in dem Asmodeus, von ihm unterzeichnet, euch einen herzlichen Glückwunsch zu eurem, ja, wie soll man sagen, Auftakt vor dem Dämonenkaiser gratuliert. Und euch alles Gute wünscht. Ich habe ihn so formuliert, dass er etwas, nun sagen wir, doppeldeutig ist. So dass der Kaiser denken könnte, der Asmodeus wollte ihn stürzen und beerben als Dämonenkaiser. Wenn ihr diesen Brief bekommt, der euch während des Festes zugespielt wird, müsstet ihn lesen und so ablegen, dass der Kaiser
den Brief lesen kann. Mehr müsst ihr nicht tun. Und ihr müsst vielleicht darauf hinweisen, wenn es der Kaiser nicht selber schafft, die Geierharfe als Besitztum von Asmodeus zu identifizieren. Aber das sollte ja kein Problem sein. So soll es geschehen. Was willst du dafür, Cravetti? Ich habe nur meine Rache bekommen. Ich werde ungern benutzt von anderen für ihre Zwecke. Ich könnte dir etwas anderes anbieten. Was könntest du mir denn anbieten? Zufällig ist einer meiner Schüler einem Unfall. Er hatte einen Unfall. Ich habe wieder ein paar Plätze frei. Normalerweise ist diese Stückzahl eng begrenzt, aber da es vor kurzem diesen Unfall gab, könnte ich euch als Schüler aufnehmen. Ein interessantes Angebot. Erdmagie. Die Magie der Heilung. Er nimmt dabei wieder einen Schluck von Samteriak. Die Magie der Heilung. Die Magie der Erde. Dämonenbeschwörung. Entschwörung. Ich weiß nicht, was genau macht die Punina nochmal? Das eben. Lasst mich ein paar Tage drüber nachdenken. Ich denke, wir kommen zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Abschluss. Ich werde mich bei euch melden. So sei es. Gut, dann würde ich mich kurz verbeugen und möglichst schnell den Raum verlassen. Gut. Während du die Tür öffnest, wirst du wohl merken, wie er wieder in seinem Buch vertieft ist und er murmelt nur irgendwas von Fran Horas. Und dann ist die Tür wieder zu. Dann würde ich mir nochmal den Raum mit dem Aquädukt angucken. Tu es. Oder hingehen, ja. Gucken, ob dort Bedienstetenuniformen, also ganz normale Hauswirtschaftskleider, vorliegen, rumliegen. In verschiedenen Größen. Kann ja abschätzen, wie groß unsere Leute sind. Ob die reinpassen würden. Finde ich sowas? Ja, du findest sowas. Weiß ich nicht, hast du Schneidern oder... Ich habe Schneidern, habe ich eine 1. Dann wirf mal auf Schneidern. Okay. Oder alternativ sich verkleiden. Das würde ich auch gelten lassen. Ich fürchte, das habe ich nicht. Sich verstecken? Nee. Ich würfel einfach mal auf Schneidern. Wieder erwarten gelungen. Habt ihr ein Glück? Habt ihr ein Glück? Also für dich findest du natürlich Kleidung, es geht dann eher um die anderen. Okay, dann habt ihr Kleidung, ihr habt Handschuhe. Ich würde den auch irgendwo verstecken im Raum, wo man sie nicht gleich findet. Also dass man die nicht wegnehmen kann irgendwo. Gut, kriegst du hin. Ich würde mir mal die Außentür, Außenfenster angucken, keine Ahnung, wo das Aquädukt sozusagen reingeht. Ja, klar, gibt es ganz viele Fenster noch nach draußen, kannst du auf den... Ich meine, dieses Aquädukt muss ja in diesen Raum reingehen, ist da irgendwie noch ein extra Tor? Ein Bassin. So ein bisschen erhöhte Position. Und dann das ist offen sozusagen zum, ja, zum genau. Freien. Ach, ja, genau, richtig. Alles klar. Ja, na dann würde ich einfach zurückgehen wieder in den Blutkrug dann. Ich habe meinen Auftrag hier erfüllt, hoffentlich. Und ja. Gut.